Liebe Antje, lieber Rico und natürlich liebe Genossinnen und Genossen, ich hatte eigentlich ein freies Wochenende und zum Glück kam dann der Anruf aus Sachsen, ob ich Lust hätte, zu einem Parteitag zu kommen. Und ich verbringe natürlich die Wochenenden mit den Liebsten am liebsten. Und das ist natürlich die Partei und deswegen bin ich froh, dass ich heute einen kleinen Beitrag zu einem Parteitag leisten kann. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich aus aktuellem Anlass 3 Anmerkungen machen. Zum einen möchte ich noch mal aufrufen, den unfassbaren Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke. Wir fordern auch von dieser Stelle, von der Bundesregierung, von der hessischen Landesregierung, vollständige, lückenlose Aufklärung und die Öffnung aller Akten, auch des Verfassungsschutzes, zu diesem unfassbaren Vorgang. Der rechte Terror muss endlich, die Bekämpfung des rechten Terrors muss endlich eine Priorität auch in dieser verlotterten Bundesregierung haben. Und deswegen haben wir eine Aktuelle Stunde in der kommenden Woche als Bundestagsfraktion beantragt. Und ich will auch eins sagen, das gilt für die Bundesregierung und das gilt übrigens auch für jede Landesregierung. Die Landesregierung und die Sicherheitsbehörden haben dafür zu sorgen, dass die engagierten Menschen in den Kommunen und die Kommunalpolitiker und Bürgermeister durch den Staat geschützt werden. Das muss oberste Priorität von Landes- und Bundesregierung haben, liebe Genossinnen und Genossen. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. So, und dann will ich natürlich schon allgemein noch mal was zu der Begleitmusik sagen, die da so abgeht in Berlin, zu der ganzen Rechtsverschiebung. Also die Hetze, der wir uns als Partei immer entgegenstellen werden, mit vielen, vielen anderen in diesem Land. Das muss weitergehen. Das muss auch in der Bundesregierung endlich mal Priorität haben. Und deswegen will ich mich heute allgemein bei all denen, ob nun im Internet oder auf der Straße, die sich dem Hass, der Barbarisierung und der Entmenschlichung entgegenstellen, denen will ich danken. Und besonders möchte ich denjenigen danken, die das oftmals sehr allein auf den Dörfern und auf den Marktplätzen in diesem Land tun. Ihnen gilt unser Dank. Und dann muss man auch darüber reden für diese Entwicklung, wer trägt dafür eigentlich mit die Verantwortung. Und dann muss ich mir diese Bundesregierung einmal angucken und namentlich den Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der trägt ganz konkret Verantwortung für die Verrohung der Sitten und des Umgangs in diesem Land. Denn es war Horst Seehofer, der allen Ernstes, man muss sich einmal vorstellen, von der Herrschaft des Unrechts gesprochen hat. Das war der Verfassungsminister. Und ich will noch mal daran erinnern, Herrschaft des Unrechts. Der Unrechtsstaat ist ein Terminus des großen hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, der damals den Auschwitz-Prozess initiiert hat. Er hat den Begriff des Unrechtsstaates für den Faschismus analysiert. Es ist unglaublich, allein das wäre ein Rücktritt von Seehofer fällig gewesen, liebe Genossinnen und Genossen. Und was wir dazu auch sagen wollen, das will ich insbesondere hier mal mit Blick auf diesen Ministerpräsidenten hier in Sachsen mal aufrufen. Es muss auch mit der elendigen Gleichsetzung von rechts und links Schluss gemacht werden, was immer eine Bagatellisierung des Nazitums bedeutet. Und weiter müssen wir auch entschieden dagegen kämpfen, wie wir es immer getan haben und es auch weiter tun. Und ich fordere das auch in diesen Zeiten explizit. Das gilt genauso für die Ablehnung der Gleichsetzung der DDR mit dem Faschismus, um das mal deutlich zu sagen. Es ist nämlich nichts anderes als eine Relativierung des Faschismus. Denn Egon Bahr hat eins richtig gesagt. Bei aller Kritik über die DDR-Vergangenheit, auch über unsere Partei, die wir auch weiter pflegen müssen, worüber wir weiter streiten müssen. Nur Egon Bahr hat damals eins richtig gesagt. Die Leichenberge der Nazis sind nicht mit den Aktenbergen der Stasi zu vergleichen, um das einmal deutlich zu sagen. Das geht nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Lass mich zum Zweiten etwas zu dem drohenden Krieg gegen den Iran sagen, was uns alle, glaube ich, sehr umtreibt, was auch Angst macht. Um das vorweg zu sagen, Linke, und damit meine ich Linke Krein geschrieben, haben nichts, aber auch gar nichts mit diesem fürchterlichen Mullah-Regime in Teheran gemein, um das gleich mal vorwegzustellen. Das ist aber noch lange kein Grund, dass die USA aufrüsten und in einen neuen Krieg gehen. Und wir fordern von der Bundesregierung, klar zu sagen, wir werden uns daran nicht beteiligen, weder finanziell noch logistisch. Und bei dieser Bundeskanzlerin, man muss daran mal erinnern, die fand damals den Irakkrieg eine ganz gute Idee. Und deswegen auch von diesem Parteitag keine Kriegsbeteiligung. Es muss die Stunde der Diplomatie sein. Wir sind die Friedenspartei und wir werden im Bundestag darauf achten, liebe Genossinnen und Genossen. Zum Dritten. Wir haben heute ja einen Jahrestag. Heute ist der 22. Juni.
Das ist der Beginn des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die damalige Sowjetunion gewesen. Und wir alle wissen das, das war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands, der alle bis dahin bekannten Rechts- und Zivilisationsregeln aufgehoben hat. Und die Folge waren 27 Millionen tote Menschen in der damaligen Sowjetunion. Und aus diesem Verständnis, weil wir Antifaschistinnen und Antifaschisten sind, deswegen steht die Linke für eine Verständigung mit Russland. Aus diesem Grund und nicht, weil wir irgendeine Regierung da toll finden. Daran muss man erinnern, hin und wieder. Das ist unsere Geschichte und Tradition. Und deswegen hat die Bundestagsfraktion einen Antrag eingebracht, ist es übrigens auch Zeit, dass wir in Berlin endlich an zentraler Stelle einen Gedenkort für die Opfer der rassistischen Lebensraumpolitik der Nazis errichten. Es wird höchste Zeit, dieser vergessenen Opfer zu gedenken. Nun will ich natürlich auch was Kritisches sagen, auch was Selbstkritisches, nämlich zu den Europa- und Kommunalwahlen. Da sollte schon viel drüber gesprochen werden. Ich will es vorweg sagen, es war eine durch und durch bittere Niederlage, wie ich sie nicht für möglich gehalten hätte. Ich will das hier ganz offen ausreden. Und eins ist die erste Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen. Linke dürfen, wenn sie eine Niederlage einfahren, niemals sagen, es ist nur eine halbe Niederlage. Wir müssen sagen, was ist, und es war eine Niederlage. Niemals so rumschwätzen wie die anderen, liebe Freundinnen und Freunde. Und gerade die Verluste bei den Kommunalwahlen, es sind ja auch viele von euch hier, die dort viele, viele Jahre gekämpft haben, sind wirklich schmerzlich. Denn ich kenne das aus Sachsen-Anhalt, wir hatten etwa dieselben schlechten Ergebnisse. Ich weiß, was es bedeutet, weniger Infrastruktur, nicht mehr in Gremien zu sitzen, dort keine soziale Stimme mehr zu haben, die sich für bestimmte Menschen engagiert. Das ist wirklich ein großes Problem. Und eins ist allerdings sicher nach dieser Wahlniederlage. Es lag nicht an unseren Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Das kann ich hier gleich schon mal feststellen. Das ist ganz sicher. Sondern es gab natürlich keinen Rückenwind von uns, und damit meine ich die gesamte Bundesspitze und die Bundestagsfraktion. Ihr hattet keinen Rückenwind. Und das muss man so sagen, ihr hattet zum Teil den Wind im Gesicht. Das muss man so aussprechen. Und ich schließe mich da überhaupt gar nicht aus. Das muss so benannt werden. Und deswegen sollten wir in Berlin natürlich selbstkritisch analysieren, was wir falsch gemacht haben. Und deswegen ist es an der Zeit, dass wir alle dort in Berlin Verantwortung übernehmen, Mut machen, die Genossinnen und Genossen wieder aufrichten und gucken, wie wir die wegbrechenden Strukturen mit unserer Kampfkraft stützen können. Das muss unsere Aufgabe in Berlin sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und eins will ich noch sagen, weil das gehört zu der Wahrheit dazu. Das gehört dazu. Um das mal ganz traditionell mit Karl Liebknecht zu sagen. Ja, der Feind steht im eigenen Land, aber er steht nicht in der eigenen Partei. Das muss ab jetzt gelten, bis mindestens zu den Thüringenwahlen, liebe Freundinnen und Freunde. Dann können wir uns wieder streiten. Und wie in Berlin, die da im Bundestag sitzen, vielleicht sollten wir auch ganz hin und wieder mal daran erinnern, dass wir da nicht wegen unserer eigenen, ach so tollen Genialität sitzen, sondern wir sitzen dort, weil ihr die Partei uns dahin geschickt habt, weil ihr die Plakate aufgehangen habt und weil es Kommunalpolitiker gibt, die das Fundament dafür gelegt haben. Daran sollten wir uns in Berlin hin und wieder mal erinnern und mit etwas mehr Demut in die nächsten Monate gehen. Jetzt aber natürlich der Teil, wo es nach vorne gehen muss. Also, wir haben ja viele Ergebnisse, die waren nicht so schön, aber wir hatten natürlich auch ein paar wirklich coole Ergebnisse. Also zunächst einmal, ich habe mir das ja angeguckt, auf der Fahrt gestern hierhin und von Berlin mit dem Zug hierhin ist es sehr lang, also man hat sehr viel Zeit, sich alles möglich durchzulesen. Zunächst einmal das Stimmenergebnis von Jule Nagel. Das muss einem erstmal jemand nachmachen, so ein Sensationsergebnis einzufahren. Ja, das muss man mal so sagen. Das muss einem erstmal einer nachmachen. Und selbes gilt natürlich, auch daran kann man ja heute mal erinnern, also der Genosse Sören Pellmann aus der Bundestagsfraktion, der hat ein Direktmandat eingefahren. Auch das eine tolle Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Das muss man mal so aussprechen. Also es zeigt doch, es geht. Und dann will ich noch etwas sagen. Das zeigt, dass man mit einer klaren Positionierung, mit Authentizität und Glaubwürdigkeit gute, sensationelle Ergebnisse für die Linke einfahren kann. Darüber müssen wir alle ein bisschen nachdenken. Und an dieser Stelle will ich noch etwas Persönliches sagen. Ich will mich jetzt mal bei jemandem bedanken, mit dem ich innerparteilich in den letzten Jahren also wirklich nicht immer einer Meinung war. Das muss ich schon so sagen. Wir haben uns oft gestritten. Aber ich will mich an dieser Stelle mal bei dir, Klaus Bartel, bedanken. Und zwar für dich stellvertretend für deine Generation, stellvertretend für diese Genossinnen und Genossen, die 89-90 die rote Fahne hochgehalten haben in Zeiten, wo ihr verprügelt und bespuckt wurdet. Daran muss man mal denken und Danke sagen, dass ihr durchgehalten habt. Ohne euch würden wir hier nicht sitzen. Das ist die Wahrheit. Und
Und davon ausgehend, gerade in schwierigen Zeiten, in denen wir natürlich sind, und es ist alles nicht ganz einfach, und man denkt ja, die Welt da draußen wird immer verrückter. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier mal hin und wieder zusammenkommen und uns auch ein bisschen selbst vergewissern. Es ist wichtig, mal darüber nachzudenken, wo wir eigentlich herkommen. Für wen sind wir eigentlich gegründet worden? Warum gibt es die Linke eigentlich? Warum gibt es eine sozialistische Bewegung eigentlich? Das hat ja Gründe. Und deswegen will ich nochmal daran erinnern, wir stehen in vielen Traditionen, in denen wir uns bewegen, aber wir stehen in einer besonderen Art und Weise in der Tradition der Arbeiterbewegung. Daran müssen wir hin und wieder mal erinnern. Und diese Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, die hat natürlich was erkämpft, was wir heute für völlig normal halten. Also ich erinnere mal daran, der 8-Stunden-Tag ist erkämpft worden. Das Verbot von Kinderarbeit ist bitter erkämpft worden. Dass es freie Gewerkschaften gibt, ist erkämpft worden. Dass die Idee der Solidarität als Waffe Eingang gefunden hat in unsere Gesellschaft, das ist alles erkämpft worden, ebenso wie die Presse- und Meinungsfreiheit, wofür übrigens viele Leute ihr Leben gelassen haben. Daran müssen wir mal erinnern. Und vor allem steht die Arbeiterbewegung natürlich auch für eines, nämlich für die Idee, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist. Dafür steht die Arbeiterbewegung in dieser Tradition bewegend. Und sie steht noch für eins, nämlich, dass die gute Zukunft nicht hinter uns liegt, logischerweise, sondern die Zukunft liegt noch vor uns. Und dieses Versprechen sollten wir vielleicht ein wenig mehr unter die Leute bringen. Wir sind die Zukunft, weil wir aus so einer Tradition kommen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will, jetzt denkt ihr vielleicht, ja, okay, alle ganz okay, was Corti hier erzählt und so, aber was sollen wir denn jetzt tun? Also wenn ich da jetzt den einen super Tipp hätte, wäre das natürlich klasse, würde ich jetzt sagen, und dann würde ich irgendwie abfahren und ihr wüsstet, was zu tun ist. So einfach ist es nicht, ich weiß es natürlich auch nicht ganz genau. Aber trotzdem will ich einen Punkt sagen, das glaube ich, wissen wir alle, aber wir befolgen es überhaupt nicht. Das hat heute der ein oder andere Antje schon angedeutet. Ich will das nochmal sagen, vielleicht sollten wir mal in Zukunft, und das gilt auf allen Ebenen, von der Kommune bis zum Bund bis zum Europaparlament, mal etwas öfter über unsere Erfolge reden. Und zwar etwas lauter mal darüber. Ich darf mal daran erinnern, wie wir damals 2002, 2003 in schwierigen Zeiten angefangen haben, für den Mindestlohn zu kämpfen. Wir waren die Einzigen, die für den Mindestlohn gewesen sind. Alle Gewerkschaften außer die NGG waren damals gegen den Mindestlohn. Und wir sind am Ball geblieben. Wir haben gekämpft und haben Bündnispartner gefunden. Und um das klar zu sagen, ohne die Linke würde es den Mindestlohn heute nicht geben in der Bundesrepublik. Das müssen wir mal insbesondere den Pfeifen von den Sozen sagen, hin und wieder, wer es denn gemacht hat. Oder noch mal was anderes, das ist ja in Vergessenheit geraten. Also ihr kennt doch noch der ein oder andere die Praxisgebühr. Also wo du immer 10 Euro latzen musstest, wenn du zum Arzt gegangen bist. Ich erinnere mal daran, wir haben eine Kampagne dazu gemacht, diese 10 Euro durchgestrichen, vielleicht erinnert ihr euch noch. Wir haben dagegen gekämpft und die Praxisgebühr wurde abgeschafft wegen der Linken. Daran müssen wir hin und wieder mal erinnern. Und ich will noch an etwas erinnern. In einer latent antikommunistischen Bundesrepublik, eine Partei links von der Sozialdemokratie etabliert zu haben, ist eine historische Leistung und das können wir nicht hoch genug einschätzen. Auch daran sollten wir hin und wieder mal erinnern, liebe Genossinnen und Genossen, wie wertvoll das eigentlich ist. Und es ist heute schon angesprochen worden, das will ich schon sagen, wir können stolz sein, dass wir die einzige Partei sind, die nicht von den Konzernen und Bossen geschmiert werden mit Bundesmitteln. Das sind wir. Wir nehmen keinen Spenden von denen an. Darauf können wir sehr stolz sein, weil wir sind glaubwürdig in dieser Frage und das muss übrigens auch immer so bleiben. Dann will ich noch etwas sagen, weil ich ja parlamentarischer Geschäftsführer bin und da muss man natürlich auch mal ein bisschen was über die Bundestagsfraktion sagen. Also ich will euch mal nur eine Zahl sagen. Wir haben mit Beginn dieser Legislaturperiode 1.200 kleine Anfragen als linke Bundestagsfraktion gestellt und insgesamt 1.551 parlamentarische Initiativen in den Bundestag angenommen. Ich muss euch einen kleinen Tipp geben, wir sind nicht die größte Fraktion im Bundestag. Wir sind die Beste logischerweise, aber wir sind die Fleißigste. Wir haben die meisten Anfragen und Initiativen und Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht. Darüber müssten wir mal etwas lauter reden, denn die Presse wird es nicht tun. Da könnt ihr ganz sicher sein. Dann will ich noch etwas sagen, weil das ja eben, ich mit einigen schon übersprochen habe. Also noch mal ganz kurz eine Anmerkung zu den Grünen. Das nimmt ja schon groteske Züge an in den Medien. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, irgendwann hat doch mal vor einiger Zeit der Grünen-Vorsitzende erklärt, dass er jetzt also mit Twittern aufhört und also nicht mehr bei Facebook und so sein will. Ihr habt das mitbekommen, das war ja Schlagzeile. Da hat man sich ja wirklich gefragt, ob es eigentlich um 20.15 Uhr am Sonntag noch einen ARD-Brennpunkt dazu gibt, dass Robert Habeck nicht mehr bei Twitter ist. Das hat ja mittlerweile groteske Züge.
Nur eins will ich sagen, das ist ja alles schön und gut, was die Grünen sagen. Nur jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und das gilt gerade vor den sächsischen Wahlen. Liebe Grüne, sagt doch mal, mit wem wollt ihr das eigentlich alles durchsetzen? Mit der CDU, CSU und der FDP? Wer war denn ein Jahr depressiv, weil sie nicht mit Lindner und Seehofer koalieren wollten? Das waren ja wohl die Grünen. Also wir nicht. Das waren ja wohl die Grünen. Und deswegen, liebe Grüne, erklärt mal den Wählerinnen und Wählern vor den Wahlen, mit wem ihr gedenkt, danach eigentlich zu koalieren. Ich finde, das ist das Mindeste, was man erwarten könnte. Zum Dritten, was tun? Ich will noch etwas ansprechen, nämlich unsere Sprache. Und ich bin davon noch überhaupt gar nicht frei und muss mich da immer selbst disziplinieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ein technokratisches Politikergelaber verfallen, was da draußen kein Mensch mehr versteht. Wir sind davor nicht gefallen. Ich auch nicht. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Und ich will das mal an ein paar Beispielen sagen. Dasselbe gilt übrigens für unsere tollen Vorschläge. Die können alle noch so toll sein. Nur wenn ich sie nicht übersetze und es keiner versteht, dann helfen dir die tollsten Vorschläge überhaupt nicht. Also ich will mal ein paar Beispiele nennen. Es darf niemals passieren, dass Linke von Leiharbeit reden. Richtig ist es, von moderner Sklaverei zu sprechen. Es ist falsch, von prekärer Beschäftigung zu reden. Der analytisch präzise Begriff ist, Menschen werden ausgebeutet. Das ist der richtige Begriff dafür. Daran sollten wir mal hin und wieder erinnern und nicht diesen Sprachverschwurbelungen auf den Leim nehmen. Das ist ganz wichtig. Was heißt Zweiklassenmedizin? Ja, das klingt gut, da ist jeder, sagt ja nicht, also Merkel oder Spahn sagen ja nicht, also hallo, ich bin hier für die Zweiklassenmedizin, das sagt ja keiner, schreiben ja nicht auf ein Plakat drauf. Aber wenn wir sagen, wir sind gegen die Zweiklassenmedizin, müssen wir übersetzen, was bedeutet das? Und das ist ganz leicht zu übersetzen, das ist, wenn du im Wartezimmer sitzt, Kassenpatient bist, dann kommt eine Stunde später, du sitzt da schon zwei Stunden, der Privatpatient und kommt sofort dran und du sitzt noch eine Stunde da. Das ist Zweiklassenmedizin. Das verstehen die Leute, weil sie es selber erleben. Das ist wichtig, solche Geschichten zu erzählen. Wenn wir über Friedenspolitik reden, dann müssen wir natürlich mal ein bisschen präziser sein und auch gucken, womit wir Mehrheiten erringen können. Und es tut mir leid, also die NATO findet ja nun keiner von uns toll, logischerweise. So, deswegen kann man natürlich fordern, raus aus der NATO. Ja, von mir aus bin ich natürlich nicht gegen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, ich muss leider ehrlich sagen, ich habe bei mir im Wahlkreis in Bitterfeld noch keinen Malocher getroffen, der morgens zur Schicht fährt und denkt, wie komme ich nur aus der NATO raus? Ich habe ihn nicht getroffen. Und deswegen sollten wir vielleicht darüber nachdenken, sondern viel populärer argumentieren und sagen, wir wollen der NATO kein Geld hinterher schmeißen, weil wir dieses Geld für Schulen, Straßen und Schultoiletten in Sachsen und sonst wo brauchen. Das verstehen die Leute, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir über Kinderarmut reden, da können wir viel mit Zahlen jonglieren. Das sind, glaube ich, rund 2 Millionen, unfassbar in einem der reichsten Länder der Erde. Wichtig ist aber zu übersetzen, was bedeutet jedes einzelne Kind, was in Armut aufwächst. Das bedeutet eben im Sommer nicht ins Freibad zu gehen, es bedeutet nicht in den Tierpark zu können. Was macht das mit Kindern? Was macht das mit Eltern? Das müssen wir übersetzen. Wir müssen wieder mehr Geschichten erzählen, die die Herzen der Leute erreichen und weniger mit Statistiken arbeiten. Ich will das nochmal sagen aus persönlicher Erfahrung. Also hier, viele von euch kennen das ja, was so bei einer Einschulung heutzutage abgeht. Ne? Das hat ja mittlerweile also Volksfestcharakter, aber darüber will ich gar nicht sprechen. Ich will nochmal auf die Kinderarmut zurückkommen. Also als ich eingeschult wurde, haben mir meine Zeugen erzählt, da war so ein bestimmter Schulranzen angesagt, der war von Scout, hieß das. Nun habe ich also zu Hause eine gute Quelle gefragt, die vor kurzem eingeschult wurde. Also Scout ist out, gibt es glaube ich auch gar nicht mehr, sondern es gibt jetzt irgendwie einen anderen Ranzen, der total angesagt sind. Und jeder Schüler muss bei der Einschulung also diesen Ranzen haben. Ergo-Bag heißt das, glaube ich, keine Ahnung. Irgendwie so, der ist jetzt gerade angesagt. Und wir müssen das mal übersetzen. Was bedeutet das? Jenseits aller Kritik am Materiellen. Was bedeutet das für eine Klasse bei einer Einschulung, wenn alle diesen coolen Ranzen haben, den man heute haben muss? Und 3 oder 4 haben diesen Ranzen nicht, weil die Eltern ihn nicht bezahlen können. Was macht das mit Kindern? Was tut man diesen Kindern an? Das ist Kinderarmut. Und deswegen muss unsere Kampfaufgabe sein, coole Ranzen für alle. So müssen wir in die Kämpfe gehen. Das verstehen die Leute, liebe Genossinnen und Genossen. Dritter Punkt. Vielleicht nochmal auf was Positives. Also hätte man vor 10 Jahren bei dem ganzen Bahndesaster gefordert, man müsse die Bahn mal wieder verstaatlichen, da hätten die dich ja in die Irrenanstalt oder so gebracht. Heute ist das wieder möglich, ernsthaft zu diskutieren. Und die Linke hat es schon immer gesagt, der Privatisierungswahn muss ein Ende haben, weil Privatisierung ist ja nichts anderes als Raub. Man raubt der Allgemeinheit etwas, was sie bezahlt haben. Also ihr seht, man kann den Zeitgeist verändern. Daran müssen wir weiterarbeiten. Zum dritten Punkt, was tun? Also, wir müssen uns immer wieder vergewissern, für wen sind wir da? Für wen kämpfen wir eigentlich? Nämlich für die,
Menschen, denen durch dieses System jeden Tag Gewalt angetan wird. Das muss man auch so benennen. Das ist zum Teil Gewalt, was diesen Menschen angetan wird. Für die sind wir übrigens auch mal gegründet worden. Für die Ausgebeuteten. Übrigens auch für die, die in Beschäftigungsverhältnissen sitzen und die Angst haben, ihrem Boss zu widersprechen. Für diese Leute ist die Partei Die Linke gegründet worden. Das müssen wir uns hin und wieder mal in Erinnerung rufen, wenn wir uns die ganze Zeit um uns selber drehen. Das ist von entscheidender Bedeutung, wie ich glaube. Und ich will auch eins sagen, wie wir wieder besser werden können, zumindest nach meiner Einschätzung. Wir haben unendlich gute, durchgerechnete, bis ins Detail durchdeklinierte, tolle Konzepte. Die sind richtig. Und wir müssen natürlich in erster Linie den Kopf der Menschen erreichen. Aber ich sage auch, da waren wir schon mal besser. Wir müssen auch den Bauch der Leute ansprechen. Es geht nicht anders, wenn wir populäre Politik machen wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Darauf müssen wir achten. Und ich glaube auch, ganz sicher, ja, da hört man dann ja in Debatten und so, ja, da machen wir doch, schreiben wir doch voll super Sprüche auf die Plakate und so weiter und so weiter. Kennt man alles diese Debatten? Aber eins will ich schon noch mal sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Wählerinnen und Wähler merken ganz, ganz genau, ob man es ernst meint, ob es gekünstelt ist oder ob es einfach nur auf dem Plakat geschrieben wird. Sie merken es. Und deswegen müssen wir die Idee der Solidarität leben. Die Leute müssen spüren, dass wir es ernst meinen. Deswegen muss man über ihr Leben sprechen, über den DHL-Paketboten. Ihr kennt die alle, jeden Tag. Da ist die Akkordarbeit zurückgekommen, die eigentlich von der Arbeiterbewegung überwunden geworden ist. Über solche Leute müssen wir reden. Das sind die, für die wir gegründet worden sind, liebe Genossinnen und Genossen. Und eine weitere Schlussfolgerung muss sein, wir müssen uns wieder auf die Stärken, die wir haben, besinnen. Und das bedeutet natürlich mit Blick auf die sächsischen Wahlen, auf die Wahlen in Thüringen und Brandenburg, wir sind die einzig glaubwürdige und überzeugende Vertretung ostdeutscher Interessen. Das ist zu sehr in den Hintergrund geraten, das müssen wir jetzt schnellstens wieder aufholen. Da sind wir das Original, da nimmt uns auch keiner die Butter vom Brot. Und ich will noch ein paar Zahlen noch mal sagen, warum das nicht irgendein Spleen ist, weil wir in Sachsen sind, muss ich jetzt über Ostdeutschland reden oder so, sondern ich will das noch sagen, es ist eine sehr grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage. Also mal zwei Zahlen. Die dauerhafte Armut ist im Osten 6-mal so hoch wie im Westen. Im Osten erhalten 18,4% der minderjährigen Sozialleistungen, im Westen 13,5%. Und noch eine Zahl von der Uni Leipzig, die fand ich wirklich sehr interessant. Also die haben sich mal angeguckt, wie der Grundstücksbesitz verteilt ist. Und das ist sehr interessant. Also in Binz, was bekanntermaßen nicht am Tegernsee liegt. In Binz, 46% der Grundstücke gehören Ostdeutschen und jetzt kommt der Knaller, 52% der Grundstücke in Binz gehören Westdeutschen. Also ihr könnt doch sehen, da stimmt doch irgendwas ganz grundsätzlich nicht. Und auch, weil hier unsere Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften da ist. Ich finde, es geht nicht, Branchenmindestlöhne zu verabschieden, wo im Osten noch weniger gezahlt wird als im Westen. Das muss vorbei sein, kein Gewerkschafter darf das mehr unterschreiben, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht so nicht. Es geht nicht. Also Gebäudereiniger kriegt 12,83 Euro im Osten und 13,82 Euro im Westen. Das ist doch unnormal. Also ist das Fensterputzen in Ostdeutschland irgendwie weniger anstrengend oder was? Das kann nicht sein. Man muss überlegen, was das mit Leuten macht. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das geht nicht. Also, ihr habt gesehen, es gibt vieles zu tun. Wir müssen besser werden im Analysieren. Der Neoliberalismus ist an sein Ende gekommen. Und es öffnet sich nicht nur ein Fenster, sondern zwei. In dem einen Fenster kann man einen neuen Faschismus sehen. Guckt nach Ungarn, guckt nach Polen, wie schnell das geht, übrigens auch rechtsstaatliche Standards zu beseitigen. Und auf der anderen Seite tut sich ein Fenster auf für eine neue Ära der Solidarität, so will ich es einmal nennen. Und wo wir hinwollen, das dürfte ja völlig klar sein. Und deswegen dürfen wir uns nicht damit abfinden, wenn wir bei den letzten Wahlen von Arbeitern und Arbeitslosen nicht mehr gewählt werden. Das geht nicht, da müssen wir besser werden. Und eins ist sicher, wir würden uns niemals damit abfinden, dass in diesem Land 25% der Menschen an nichts mehr teilnehmen. Die gehen zu gar keiner Wahl, die sind in keinem Verein mehr, die nehmen einem gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil. Für diese Menschen müssen wir da sein. Man kann nicht ein Viertel der Bevölkerung einfach links liegen lassen. Das geht nicht und schon gar nicht als Linke. Darauf müssen wir uns besinnen. Denn Neoliberalismus, man muss das ja mal übersetzen, was das bedeutet, jenseits der ökonomischen Kategorie natürlich, sondern es bedeutet natürlich die Zerstörung des Gemeinsamen. Die Zerstörung von Zwischenmenschlichkeit, die Zerstörung von Bindungen,
Das bedeutet Neoliberalismus in seiner gesellschaftlichen Ausprägung. Und deswegen, das ist entscheidend, wenn wir gegen rechts kämpfen wollen. Das hat ganz viele Facetten. Aber entscheidend ist, dass wir etwas mehr politische Ökonomie in unsere Debatten hereinbringen, denn der Neoliberalismus ist der Bruder des Faschismus. Und wer das nicht erkennt, der kann ihn nicht stoppen, liebe Genossinnen und Genossen. Der kann ihn nicht stoppen. Und das bedeutet, das alte Versprechen, was es mal gegeben hat, und es war ja real für die übergroße Mehrheit, nicht für alle, aber für die übergroße Mehrheit, meinem Kind wird es einmal besser gehen. Das ist übersetzt die Idee eines Wohlfahrts- und Sozialstaates. Meinem Kind wird es einmal besser gehen. Und dieses Versprechen ist aufgekündigt worden, bewusst aufgekündigt worden durch die Agenda 2010, an denen übrigens die Grünen ebenso beteiligt gewesen ist, um das mal nur am Rande zu erwähnen. Das ist aufgekündigt worden und deswegen müssen wir die Partei sein, die dafür kämpft, dieses alte Versprechen, meinem, euren Kindern wird es einmal besser gehen. Das muss unsere Leitschnur sein. Noch besser, es wird euch allen besser gehen und man kann es ganz konkret erreichen. Also, ich fasse zusammen, weil ich muss ja zum Schluss kommen irgendwann. Klar ist es schwierig in der Situation, in der wir sind. Aber wenn man es einfach haben will, kann man zu einer anderen Partei gehen. Deswegen sind wir bei den Linken. Und wir haben nun mal die Herausforderung, die kennt ihr doch auch in Sachsen. Ich nehme immer das schöne Beispiel von meinem Kumpel Stefan Liebig, der hat dreimal hintereinander den Wahlkreis Prenzlauer Berg gewonnen, mit einer bestimmten Ansprache, mit einer bestimmten Art Politik zu machen. Wenn ich mit dieser Art bei mir im Wahlkreis in Bitterfeld-Wolfen auf dem Marktplatz stehe, die schmeißen mich raus. Sondern es sind unterschiedliche Lebenswelten, unterschiedliche Realitäten natürlich, in der Menschen leben. Und das anzunehmen, daraus eine Gesamtstrategie zu machen, das muss unsere Herausforderung sein, liebe Genossinnen und Genossen. Anders werden wir nicht erfolgreich sein. Und das bedeutet natürlich auch, diese elendigen Debatten, das eine tun oder das andere. Nein, wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Nur zusammen wird es funktionieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und das bedeutet, vor Wahlen natürlich zusammenzustehen, sich unterzuhaken und allen Frust, den man so hat in einem Wahlkampf, runterzuschlucken und sich hinter dem Spitzenkandidaten Rico Gebhardt gemeinsam versammeln. Nur dann werden wir siegen, liebe Freundinnen und Freunde. Also, das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht aus den eigenen Reihen der Presse Stichworte für innerparteiliche Auseinandersetzungen geben. Irgendwie so ein Schwachsinn, dass wir so Nationalorientierte oder sowas in unseren Reihen hätten. Was ist das für ein Unsinn? Das muss er nicht auch noch befördern, sondern wir singen zusammen die Internationale. Und dort heißt es bekanntermaßen ja nicht, ein Land oder eine Nation erkämpft das Menschenrecht, sondern die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Damit kann man diese Debatte beenden und das müssen wir auch so tun. Denn ich sage das ganz deutlich, wir sind die Partei. Wir lassen Ausländer nicht gegen Inländer ausspielen, Land nicht gegen Stadt. Wir werden niemals zulassen, dass Minderheitenrechte gegen die Rechte von Arbeitnehmern ausgespielt werden. Niemals ist das mit Linken machbar. Das wäre das Ende von linker Politik, um es klar zu sagen. Unser Kampf ist der zwischen oben und unten. Und das muss man zuspitzen. Und deswegen muss man hin und wieder mal daran erinnern, in was für irren Zeiten wir eigentlich leben, wenn die Geschwister Quandt Klatten nur 2018 1,2 Milliarden Euro fürs Nichtstun auf ihr Konto bekommen haben. Damit können wir uns nicht abfinden. Und wir sagen denen ganz deutlich, wenn wir mehr Einfluss haben, wir werden euch einen Teil davon wegnehmen. Da könnt ihr ganz sicher sein. Wir werden es tun. Und dafür kämpfen wir. Wir sind die Partei, die sich mit den Mächtigen anlegt. Wir sind die Einzigen, die diesen Mut haben. Und das müssen wir selbstbewusst machen. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, wieder voll durchzustarten. Also, haken wir uns alle gemeinsam unter, fighten wir für die kleinen Träume der Menschen und verlieren wir das große Ganze bitte nicht aus den Augen. Das darf uns nie passieren. Achten wir gegenseitig darauf, dass keiner von uns jemals Gefallen am Schulterklopfen der Mächtigen findet. Das ist ganz wichtig, aufeinander Acht zu geben. Das darf uns nicht passieren. Und erinnern wir uns an die stolze Geschichte, die wir auch haben, auch bei allen Verirrungen, die es gegeben hat. Erinnern wir uns wieder daran. Und erinnert euch auch, wenn ihr jetzt in die Wahlkämpfe geht, an die großen Lieder der Demokratie- und Arbeiterbewegung. Und dort heißt es in einem dieser großen Lieder, alle Menschen werden Brüder und Schwestern sein. Niemals werden wir die Schwachen gegen die Schwächsten ausspielen. Wenn wir in diesem Denken mit Empathie für die kleinen Leute, mit Kritik und Selbstkritik, aber vor allem mit Selbstbewusstsein in diese sächsischen Wahlen gehen. Wenn wir das alles beherzigen, liebe Genossinnen und Genossen, dann kann ich euch eins sagen, das kann ich vor allem den anderen Parteien sagen, zieht euch warm an, die Linke kommt wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Glück auf!